Der Bundespreis für Kunststudierende ist ein Wettbewerb, an dem sich alle Kunsthochschulen der Bundesrepublik Deutschland beteiligen. Jede Kunsthochschule nominiert dafür 2 Studierende. In diesem Jahr hat die Jury 7 Preise vergeben, einen davon an ein Künstlerduo. In der Neuausrichtung handelt es sich um eine Preisträgerausstellung. Die Künstler haben die Möglichkeit, mit einem Produktionsbudget größere Projekte zu realisieren für die Ausstellung. Somit haben wir verschiedene Installationen gekriegt. Wir haben multimediale Installationen gekriegt, wir haben aber auch klassische Malerei, Zeichnungen gekriegt. Wir sehen auch eine große Skulptur. Die Ausstellung ist in dem Sinne sehr divers, wie sich das auch in der neuen zeitgenössischen Kunst hergibt. Das Preisgeld beträgt 30.000 Euro und 18.000 Euro zusätzlich als Produktionsstipendien. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgelobt und vom Deutschen Studentenwerk organisiert. Die Bundeskunsthalle präsentiert die Ausstellung zum Wettbewerb, und zwar schon seit 1994. Und wer die 7 Preisträger sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Andrzej Steinbach wurde 1983 in Czarnków, Polen geboren. Von 2005 bis 2013 studierte er Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Sein Diplom machte er bei Professorin Heidi Specker und war ab 2015 Meisterschüler bei ihr. 2012 absolvierte er mit dem Goethe-Institut einen Auslandsaufenthalt am National Institute of Design in Ahmedabad, Indien. 2015 war er mit dem Leonardo-Stipendium Assistent bei Dr. Friedrich Tietjen am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Andrzej Steinbach erhielt bereits mehrere Stipendien und Preise. Unter anderem bekam er 2016 das Sächsische Landesstipendium und 2015 sowohl den Bärenberg-Preis für junge Kunst Hamburg als auch einen Förderpreis für Dokumentarfotografie der Wüstenrot-Stiftung Ludwigsburg. Der Künstler kann bereits auf eine stattliche Zahl von Einzel- und Gruppenausstellungen zurückblicken sowie auf zahlreiche Publikationen. Hervorgehoben seien die Einzelausstellungen im Sprengelmuseum Hannover und im Fotomuseum Winterthur. Beide 2015. Ivana Matic wurde 1986 in Serbien geboren. Im Wettbewerb vertritt sie die Kunsthochschule Mainz, in der sie von 2007 bis 2017 freie bildende Kunst studierte. Seit 2017 ist Ivana Matic Meisterschülerin bei Andrea Büttner, die in Mainz eine Professur für Zeichnung innehat. In diesem Jahr hat Ivana Matic mit der Klasse von Andrea Büttner an der Ausstellung Konvergenz, Bergbau, eine Annäherung von Hängendem und Liegendem im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden teilgenommen. Das Medium von Ivana Matic ist die Zeichnung. In der Ausstellung zeigt sie sowohl kleinformatige Blätter aus ihrer Serie Schachpositionen, die in Bleistift ausgeführt sind, als auch wandfüllende Kohlezeichnungen. Alle Werke von Ivana Matic entstehen in langen Schaffensprozessen. Sei es wegen der schieren Zeit, die die Anfertigung der großen Formate erfordert, sei es wegen des tagelangen Nachspielens von Schachkonstellationen, die schließlich zum Bild werden. Jonas Rossmeißel stammt aus Erlangen. Dort wurde er 1995 geboren. Zum Studium ging er nach Leipzig. Von 2014 bis 2015 studierte er zunächst Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig. 2015 wechselte er dann an die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er bis heute bei Professorin Peggy Buth Medienkunst studiert. Mit Jonas Rossmeißel und Andrzej Steinbach kommen in diesem Jahr 2 Preisträger aus der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Jonas Rossmeißel hatte bereits 2 Einzelausstellungen. Im letzten Jahr zeigte er in der Galerie Coop Leipzig die Ausstellung Energy Efficiency. In diesem Jahr im Studio 14 in der Leipziger Baumwollspinnerei die Ausstellung O-WLAN – Strukturwandel der Öffentlichkeit. Außerdem war Jonas Rossmeißel bereits in 3 Gruppenausstellungen vertreten, zuletzt in der Ausstellung Unsichere Geschichte in der Galerie Klemms Berlin. Jonas Rossmeißel arbeitet in seinen Installationen mit technischen Apparaten, deren Funktionen er ändert, auf gewisse Weise optimiert und sie mit neuer Bedeutung auflädt. Die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe hat ein Künstlerduo in den Wettbewerb geschickt, Lukas Rehm und Tilman Rödiger. Lukas Rehm wurde 1989 in Memmingen geboren.
Er absolvierte zunächst ein Bachelorstudium der Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte in München sowie einen Forschungsaufenthalt an der Göteborgs Operanstanzkompanie Schweden. 2013 kam er zum Studium der Medienkunst an die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Er studierte unter anderem bei Isaac Julian, Jonathan Beppler und Heike Schupelius. Gruppenausstellungen und Festivals führten ihn bereits vielfach ins Ausland. 2016 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg. 2017 erhielten er und Tilman Rödiger gemeinsam sowohl das Stipendium der Gesellschaft zur Förderung der Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe als auch das Promos-Stipendium des DAAD. Zusammen gingen sie für einen Studienaufenthalt an die Athens School of Fine Arts nach Griechenland. Tilman Rödiger wurde 1991 in Lauingen an der Donau geboren. Er studiert seit 2012 Medienkunst an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, unter anderem bei Andrei Ujica, Razvan Radulescu, Joan Tabara und Omar Fast. In der Bundeskunsthalle ist ihr Projekt Default zu sehen, das sie bereits in Karlsruhe und Lissabon gezeigt haben. Paul Spengemann wurde 1987 in Henstedt, Ulzburg geboren. Seit 2011 studiert er Bildende Künste an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Andreas Slominski und Angela Schanelek, zunächst im Bachelorstudium und seit 2016 im Masterstudium. 2016 ging Paul Spengemann als Stipendiat des Austauschprogramms Art School Alliance für ein Semester ans Goldsmith College der University of London. Schon vor seinem Studium arbeitete er als freier Kameramann und Regisseur. 2013 erhielt er das Deutschlandstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 2017 das Jahresstipendium für Masterstudierende des Freundeskreises der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Seine Arbeiten waren seit 2015 in mehreren auch internationalen Ausstellungen und Filmscreenings zu sehen. In Deutschland wurden seine Werke bei den Kurzfilmtagen Oberhausen, bei den Berlinale Shorts und beim Kurzfilmfestival Köln gezeigt. 2017 gewann Paul Spengemann den Art Cologne Award for New Positions. Stefanie Glauber wurde 1991 in München geboren. Seit 2012 studiert sie mediale Künste an der Kunsthochschule für Medien Köln bei Beate Gütschow, Julia Scheer und Johannes Wohnseifer. 2013 erhielt sie ein Residenzstipendium des Kollegs für Musik und Kunst Montepulciano, Palazzo Ricci. 2016 erhielt sie ein Residenzstipendium an der St. Moritz Art Academy in der Schweiz. Stefanie Glauber nahm bereits an mehreren Gruppenausstellungen und Festivals teil, zuletzt am European Media Art Festival in der Kunsthalle Osnabrück. Zuvor waren ihre Arbeiten unter anderem beim Directoras Kurzfilmprogramm des Goethe-Instituts Buenos Aires zu sehen, in der Sammlung Filara in Düsseldorf und beim Cyclop Video Poetry Festival in Kiew. Im Projektraum der Fotografie an der Kunsthochschule für Medien Köln hatte sie 2014 und 2017 jeweils eine Einzelausstellung. 2015 erhielt sie den Förderpreis der Freunde der Kunsthochschule für Medien Köln. Vera Palme ist Jahrgang 1983. Sie wurde in Frankfurt am Main geboren. Von 2011 bis 2013 studierte Vera Palme Malerei, zunächst an der Weißensee Kunsthochschule Berlin bei Friederike Feldmann. 2013 wechselte sie an die Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule Frankfurt, um bei Monika Bär und Judith Hopf Malerei und freie bildende Kunst zu studieren. Seit 2015 erhält sie ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 2014 zeigte Vera Palme in Frankfurt und in Berlin ihre Einzelausstellung Am harten Brotnagen. In Gruppenausstellungen waren ihre Arbeiten zu sehen in Aschaffenburg, Frankfurt, Berlin und Nürnberg. Aktuell und noch bis zum 12. November sind Werke von Vera Palme in der Ausstellung Home of the Brave, Absolventen der Städelschule 2017, im Museum für Moderne Kunst Frankfurt zu sehen.